Der vielleicht prominenteste Radfahrer Salzburgs ist Altbürgermeister Heinz Schaden. Auch er macht sich Gedanken über die Radstolperfallen in dieser Stadt. Wir sind sie mit ihm abgefahren. Start auf der Staatsbrücke, erste Station Ignaz-Rieder Quai. Kurzem wurde hier eine Radstraße eingerichtet, was ja sehr begrüßenswert ist. Radfahrer dürfen sogar nebeneinander fahren. Und hier ist noch immer ein Fuß- und Radweg. Jetzt wäre mein Vorschlag, lassen wir die Radlfahrer auf der Radstraße und machen wir hier einen reinen Fußweg draus. Dann gibt es auch keine Konflikte. Also das ist ein Beispiel, wie mit einer einfachen Lösung Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern gelöst werden können. Das ist ein reiner Radweg hier, auch so ausgewiesen. Die war früher rot. Wie viele Radquerungen in der Stadt? Grüß Gott. Die war früher intensiv rot angestrichen. Da wissen auch die Fußgänger heute, das ist ein Radweg. Die Fahrt müssen wir nur neu auftragen. Das kostet nicht viel und wäre völlig klar und ersichtlich, heute ist es ein reiner Radweg. Also auf diesem Teilabschnitt in der Franz-Josef-Straße ist eigentlich die Einbahnstadt auswärts. Ja? Obwohl es nicht so streng gehandhabt wird natürlich. Aber es fahren sehr viele Fahrer und Fahrradfahrerinnen. Ich glaube, einwärts auch auf diesem Radweg, weil sie dann beim Kurpark bei der Ampel sicher über die Rainerstraße drüber kommen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, diesen Radweg ein bisschen verbreitern, weil der Gehsteig ist sehr breit, fast doppelt so breit wie der Radweg, und dafür in beide Richtungen erkenntlich befahrbar machen.